wichtig sind. Ja, gut, da gebe ich dir Okay? recht. Jawohl. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass die Miezekatzen in der Früh versorgt Ja, werden. jeden Tag in der Früh kriegen Sie einmal Nur Futter. einmal in der Früh. Einmal in der Früh. Den Mehr Rest bekommen müssen Sie Sie nicht. sich fangen. Das ist Prinzip Sehr gut. nachts, wenn die unterwegs sind, dass sie sich da ihre Mäuse, ihre Ratten, ihr Futter Ja, selber selber so. suchen, weil sonst sind sie verwöhnt Ja, das tut und Ihnen ja nicht sollen auch gut. Sie was dafür tun, sollen wenn ja sie hier wieder was tun, sind. genau. Genau, richtig. Richtig, Also genau. von dem Wie her. heißt unsere Hauskarte? Haben wir einen Namen Hat oder? keinen Noch Namen. keinen Namen, genau. Und dann kann man vielleicht. Miezekatze. Miezekatze, können wir Ihnen einen Namen Alles geben? sind Miezekatze. Gut, sehr schön, sehr Also gut. von dem her. Schwarze Miezekatze und graue Miezekatze. Und die graue ist, also grau, also weiß, die weißliche ist, der weißliche ist der Hauskater, der Ist Katze. der Hauskater, genau, richtig. Also der alles darf und auch hier immer bleiben darf. Und das ist nur ein Gast. Ein Gast, Und wenn er genau. sich nicht anständig benimmt, Dann dann wird muss er er sich wieder ein rausgefaucht anderes Gästehaus werden. suchen. Genau. Also von dem her. Oder er wird zurechtgewiesen. Ja, genau, Und klar. dann lernt das also. Richtig, yes. Gut. Vom Arbeitsablauf ist es so, wie wir gesagt haben, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Aha, okay, gut, ja. die 4 Tage. Dann hast du Mittwoch, Samstag, Sonntag, Wochenende komplett frei. Wenn du es mal umändern möchtest, ist es dir überlassen. Okay, das heißt, wir können eventuell den Mittwoch mit dem Freitag tauschen, falls ich einmal am Freitag Seminarbeginn habe oder so etwas. Genau. Gut, Also super. da bin ich komplett flexibel. Dann machen wir, wie wir gesagt haben, auch vom Beginn. Du kriegst eh von mir was gezeigt, wo ich nicht jeden Tag gleich bei dir mit dabei sein muss oder Das heißt, so. ich kann auch früher aufstehen und Du etwas kannst früher. früher anstehen oder Super. du kannst später. Weil bei mir ist es mit dem Arbeitsablauf, dass ich wahrscheinlich nicht vor 8:30 im Garten bin. Weil ich einfach so viel in der Früh mache und dann schaffe ich es einfach vorher Ja. nicht. Aber wenn einfach, wenn du weißt, das und das steht an, kannst du jederzeit anfangen, wann du möchtest. Ich schaue nicht auf die Uhr. Ja, wir haben ein Jetzt ist gewisses. 8 Uhr Okay. und jetzt, Gut, sehr gut. Aber wir ja, haben bis um 1. ein gewisses Pensum haben wir schon. Wir geben uns sozusagen für die Woche immer irgendwie ein bisschen eine Ausrichtung, was Wie wir ich gesagt habe, machen. ungefähr diese 16 bis 20 Stunden, also Ja, 4 bis 5 genau. Stunden am Tag. Aber jetzt auch von den Also, Arbeiten, von dem, was zu tun ist. Hast du da irgendwo so Etappen, wo du sagst, ich möchte gerne, keine Ahnung, das Beet angelegt haben innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen? Oder lässt du dich da einfach von dem treiben, was halt ich noch lasse kommt? mich einfach treiben. Ich habe ein gewisses Schema schon, von oben nach unten. Dann gibt es gewisse Prioritäten, die unbedingt gemacht gehören, die auf dem ganzen Grundstück verteilt sind. Sind zum Beispiel Bäume, die frisch gepflanzt Ah sind, ja, die müssen regelmäßig gegossen die dann werden. regelmäßig, nee, gegossen nicht, die haben ihre Bewässerung, aber die regelmäßig jetzt umgegraben gehören, im Aha, Kreis herum okay. und gemulcht werden. Aha, das heißt, du setzt die dann immer wiederum an einen neuen Ort? Nee, die sind an ihren Ort schon fest. Wie zum Beispiel hier unten, wenn du schaust, hier dieser Zitronenbaum. Der ist letztes Jahr gepflanzt worden. Der da, der Kleine da. Ja, Der genau. kleine. Und dann müssen wir jetzt einfach im Kreis, ungefähr so im Durchmesser von Meter, Meter 50, müssen wir einfach das ganze Unkraut jäten, umgraben und frisch mulchen Alles klar, und das heißt, düngen. der Bereich um den Baum wird natürlich gepflegt. Okay, kenne ich Genau, aus. Ja, kenne ich aus. richtig. Super. Und das ist da, wo ich sage, wir fangen jetzt von oben an. Ich zeige dir das, du siehst auch selber, was so Jungpflanzen sind oder so. Das wirst du im Laufe der Zeit kennenlernen. Kennenlernen, Genau. okay. Und was auch mir am Herzen liegt, dass man an 2 Tagen in der Woche gewisse Tröge, das ist einmal unten bei der Yoga-Terrasse, da werden wir nachher gehen. Ums Haus hier herum gibt es Tröge, die nicht so an der Bewässerung angeschlossen sind. Die gehören praktisch hier händisch gegossen. Es sind Beete, Größere sozusagen Beete, Beete, Tröge, sage also ich einmal, wie zum Beispiel, Hochbeete, oder was ja, heißt oder so. Schau mal her, da sind viele Alun drin. Ja, genau. Alun brauchen nicht so viel Wasser, aber ich gieße die ungefähr einmal Ah so ja. alle 3 Wochen oder so, wird dieses Beet Beete mal komplett einmal gegossen, gegossen, okay. weil das hängt nicht an der Bewässerung, weil Alun brauchen nicht viel Wasser. Ja, genau, für Oder die wir haben jetzt Kakteenpflanzen, ne? zum Beispiel dieses Beet hier. Das hängt zwar an der Bewässerung, aber es kriegt trotzdem zu wenig Wasser. Ich habe da auch frische Löwenzahn Ah ja, eingepflanzt genau, und ein paar richtig. Das Kräuter. heißt, da braucht es dann noch zusätzlich zu der Auch Bewässerung auch noch ein genau, auch bisschen diese was. zweimal die Woche, dass man da noch mal ein bisschen da wässert. Da haben wir Basilikum, Ah sind ja, Erdbeeren das ist drin, ja alles schon. Ja, Löwenzahn, genau. dann ist Koriander drin, Pfefferminze und so. Großartig, ne? Dann lernen wir doch noch ein paar Sachen kennen. Ja. Das ist Rosmarin, gell? Das ist Rosmarin. Rosmarin, genau.
Und du weißt also, in welche Tröge wie oft gegossen werden Das müssen. werde ich dir Das alles weißt dann du genau. sagen, Okay, genau. passt. Ja, super. Ja, Schön. Cool. gut.